Hallo Mädels, in der nächsten Zeit kommt von P2 die neue Sommer-LE raus. Die heißt Mission Summer Look. Und ich habe, wie ihr vielleicht seht, netterweise von P2 ein paar Sachen zur Verfügung gestellt gekriegt. Und wollte euch die heute mal ein wenig zeigen. Ich habe die komplette Liste von Produkten, die es in dieser LE gibt, auf meinem Blog. Den Link schreibe ich euch unten in die Infobox. Wenn ihr euch da also das nochmal näher angucken wollt und was es noch so gibt in der LE, könnt ihr das gerne da mal nachschauen und ich zeige euch heute mal, was ich so bekommen habe. Zum einen sind das zwei Lippenprodukte. Das ist einmal der Intense Color Lipstick in der Farbe Pretty in Pink. Sieht so aus, ist also wirklich sehr pink. Hier haben wir einmal der kleine, ist quasi ein Strich, einmal rüber gelaufen und dann daneben, damit ihr die Farbe ein wenig besser erkennen könnt, etwas intensiviert und mehrere Male drüber gegangen. Von der Konsistenz her finde ich die ganz schön. Ich habe relativ trockene Lippen, deswegen sehen bei mir eigentlich kaum Lippenstifte wirklich gut aus. Man sieht halt so ein bisschen die trockenen Stellen, aber das ist bei mir normal, das ist bei allen Lippenstiften so, deswegen kann ich das hier nicht wirklich beurteilen, ob das bei dem jetzt besonders so ist. Ich finde den eigentlich von der Formulatur her, von der Konsistenz her, ganz gut. Farbe ist mit Sicherheit nicht jedermanns Ding, aber ist mal ein knalliges Pink und das habe ich noch nicht. Deswegen ganz okay. Von der Verpackung her muss ich sagen, fand ich P2 noch nie wirklich unbedingt schön. Das mit dem Gold, mit dem Weiß und dann sehr plastik und hier ein bisschen durchsichtig, das ist für mich nicht das, was ich von der Verpackung her so erwarte. Da gibt es mittlerweile wirklich schönere, aber gut, das kommt da ja auch nicht unbedingt drauf an. Das war der Lippenstift Pretty in Pink. Dann habe ich noch einen Velvet Shine Lip Gloss in der Farbe Rose Parfait. Genau. Die sind sehr, sehr deckend. So sieht der Applikator aus. Ist so einer, der auf einer Seite breit ist und dann schmaler wird. Hier der Swatch, einmal drüber gegangen. Der kleine und dann daneben etwas intensiviert. Also ihr seht, der deckt wirklich sehr, sehr gut. Eine sehr, sehr dicke Konsistenz. So ein leichter Orange-Farbton mit drin. Orange-Kupfer, relativ glitzerig. Lipgloss ist noch nie so ganz meins gewesen. Finde den aber ganz okay. Trotzdem muss ich, glaube ich, wirklich gestehen, dass ich den wahrscheinlich nicht tragen werde. Einfach weil es Lipgloss ist. Dann, wie machen wir denn weiter? Habe ich einen Lidschatten und zwar Baked Eyeshadows sind das. Sprich, gebackene Lidschatten in der Farbe Summer Rain. Warum der jetzt Summer Rain heißt und braun ist, anstatt braun, weiß ich auch nicht. Die sind halt gebacken. Dementsprechend kann man die auch sehr schön nass benutzen. Trocken habe ich das jetzt einmal ausprobiert und die Farbabgabe war nicht allzu gut, wie ihr das hier sehen könnt. Das ist jetzt einmal mit dem Finger. Aber es ist okay. Nass sieht das Ganze natürlich nochmal wesentlich besser aus. So, wie ihr hier sehen könnt, das ist einmal nass aufgetragen. Wesentlich bessere Farbabgabe, total intensiv. Also nass sind gebackene Lidschatten wirklich immer gut. Jetzt habe ich mich voll geschmiert. Ist ein Braun mit einem Glitzer. Deswegen denke ich, ist das so eine Standardfarbe, die man eigentlich immer ganz gut benutzen kann. Ob man jetzt wirklich noch ein zehntes Braun braucht, ist die Frage. Aber ich denke, wenn man gebackene Lidschatten mag, dann ist man damit ganz gut versorgt. So. Des Weiteren gibt es einen Kajalstift und zwar den High Performing Eye Pencil in der Farbe Turquoise Deluxe. Ich finde die Farben, wie sie auf den Promotion-Bildern angegeben sind, sind nicht wirklich naturgetreu. Aber den hier finde ich wirklich sehr schön. Ich hatte mal einen türkisen, ich weiß gar nicht mehr von welcher Marke.
Den habe ich komplett ums Auge rumgetragen und ich glaube, das werde ich mit diesem hier auch mal wieder machen. Ich hatte die Hoffnung, dass der antrocknen ist. Das ist er leider nicht. Dennoch, der ist sehr, sehr schön weich. Man kann ihn toll auftragen. Den gibt es, glaube ich, noch in Weiß und in Gold. Also wer die in die Richtung einen weichen Kajalstift sucht, ist damit wirklich gut bedient. Die haben noch einen Anspitzer an der am Ende mit dran, was auch immer sehr praktisch ist, weil ich finde, man sucht sich immer doof und dämlich oder man spitzt halt nicht an und dann hat man da so ein stumpfes Ding rumhängen. Dann gibt es einen, habe ich einen Nagellack, genau, das ist ein Metal and Shine Nail Polish in der Farbe Honolulu Juicer. Das ist ein Orange mit einem blauen Schimmer drauf. Nicht unbedingt meine Farbe, aber ich zeige euch die mal. So, das ist jetzt die Farbe. Ein Orange mit einem blauen Schimmer, der allerdings nicht zu präsent ist. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob ihr den überhaupt sehen könnt. In zwei Schichten deckend. Schön, jetzt habe ich das verschmiert. Also soweit von der Konsistenz her sind die total okay. Lassen sich super gut auftragen, ohne Streifen oder sonstiges. Und ich glaube, ich hatte den schon einmal aufgetragen, trocknen auch relativ gut. Also von der Konsistenz her, von der Qualität sind die echt okay. Es kommt dann halt auf die Farbe an. Diese hier ist jetzt nicht unbedingt meins. Ich bin nicht wirklich der Orange-Typ. Aber gut, das ist wie gesagt Geschmackssache. Es gibt da auch noch einige andere. Ein sehr schöner, der glaube ich so leicht Korall oder Rosé ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Schaut mal auf meinen Blog, da habe ich die Bilder plus Preise plus Beschreibungen. Steht alles mit drin. Deswegen, ja. Als allerletztes gibt es von P2 den Mission Summer Look Body, das Body Bronzing Mousse in 01 Bronze Beauty. Ich glaube, da gibt es nur eine. Und zwar ist das ein Bronzing Mousse, wie es schon draufsteht, allerdings nicht selbstbräunend. Das heißt, es hat einen leichten Schimmer mit drin und ja, macht halt eine leicht gebräunte Haut. Ich versuche das mal zu demonstrieren. Uah. Spritz. Also so sieht das Mousse aus, falls es euch interessiert. Es ist wirklich sehr mousig, sehr weich. Und dann wird es einfach verrieben. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen viel für die Stelle. So, und auch hier bin ich jetzt wieder nicht 100% sicher, ob ihr da überhaupt einen Unterschied seht. Ich habe jetzt in diesem Bereich zwischen den Fingern so hoch das Bronzing Mousse aufgetragen. Und hier ist nichts. Das heißt, es müsste theoretisch heller sein. Ich kann euch sagen, ja, es bringt ein bisschen was. Ihr solltet allerdings, glaube ich, bei dem auch nicht wirklich zu braun sein, sonst habt ihr da keinen Effekt mehr. Also für wirklich helle Hauttypen sieht man da was. Bei dunkleren ist der Effekt wahrscheinlich kaum zu sehen. Aber es riecht sehr intensiv nach, ich glaube, Aprikose war der Duft. Genau, 20.000 Mal habe ich, glaube ich, Aprikose dazu geschrieben oder einen anderen Duft. Blog gucken, da steht alles. Habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Ich finde aber auch, es ist jetzt eine sehr, sehr kleine Dose. 50 Milliliter sind hier drin. Kostet, glaube ich, 4 oder 5 Euro sogar. Und das finde ich eigentlich zu viel für so eine kleine Dose. Ich weiß nicht, ob es so was Ähnliches in der Drogerie gibt. Zum Mitnehmen oder so vielleicht, aber ich finde es eigentlich zu teuer dafür. Es ist ganz okay, man glitzert, schimmert ein wenig und es wird wirklich dunkler. Es riecht eigentlich ganz gut. Auch wieder Geschmackssache mit dem Geruch. Dennoch, ja, stimmt mich der Preis dann nicht so ganz sicher, was das Produkt an sich angeht. Ja, und damit sind wir eigentlich schon durch. Ich habe es versucht, ein bisschen schneller durchzugehen, trotzdem alles so das Wichtige, was euch vielleicht interessieren könnte, zu beantworten. Ich denke, ich werde da noch einen Blogpost zu machen. Ich habe schon einige Bilder davon gemacht. Deswegen Augen aufhalten, falls euch das nochmal wirklich interessiert, mit Fotos zu sehen, sieht man die Farben ja auch immer ein bisschen besser. Und ja, ich glaube, Highlight ist wirklich der Eyeliner-Stift in der Farbe Turquoise Deluxe. Sehr, sehr schön weich und ich glaube, da werden wir vielleicht auch noch mal einen Look oder sowas mitsehen. Gerade im Sommer finde ich den sehr, sehr schön. Einfach ums Auge geben,
super Effekt. Poppen die Augen wirklich sehr schön raus immer. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Wie gesagt, Preise stehen mit auf dem Blog. Stylethecat.com, falls ich euch das noch nicht gesagt habe. Die es noch nicht mitbekommen haben, guckt gerne mal. Ich versuche den im Moment so ein wenig aufzubauen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!